Blasius Heinczuch bewahrt sorgfältig alle Dokumente und Briefe aus der Zeit vor der Registrierung der deutschen Minderheit auf. Darunter ein Aufruf aus dem Jahr 1985 an alle Deutschstämmigen in Schlesien. Już od ponad 40 lat poddawani jesteśmy przez władze różnych szczebli totalnej polonizacji. Zabroniono nam mówić po niemiecku, wyrugowano język niemiecki ze szkół. Władze polskie nie chcą zgodzić się na powstanie i działalność naszych towarzystw. Nie zgadzamy się na taki stan rzeczy. An das Schreiben war eine Liste angehängt. Blasius Heinczuch rief alle Deutschen auf, sich in diese Liste einzutragen. Anhand der Listen wollte die deutsche Botschaft in Warschau feststellen, wie viele Deutsche in Oberschlesien geblieben sind. Es war eine Zeit, wo man unsere Gesellschaft, also die Deutschen in der Heimat, verleugnet hat. Es gibt keine Deutschen, es waren dann auch andere Aussagen, ja, das sind nur einige Volkswagen-Deutsche oder die einen deutschen Schäferhund haben. Und das waren solche Parolen, nicht? Und zu allerletzt hat es überwogen, wo der Kardinal Glemp sich geäußert hat, also es gibt keine Deutsche, nicht? Und da wollten wir es beweisen. Dass es in Schlesien doch Deutsche gibt, wollte auch Friedrich Schikora aus Gleiwitz beweisen. Er startete in seiner Wohnung eine Listenaktion. Meterlange Menschenschlangen standen vor seinem Haus. In meinem Haus konnte man so hier reingehen und über Terrasse konnte man im Garten rausgehen. Das war günstig. Da haben wir 3 Tische aufgestellt und da haben wir geschrieben. Nur am schlimmsten war mit den Listen, denn die Listen mussten wir von der Hand machen. Wir haben kein Kopiergerät gehabt, gar nichts. Wir mussten mit der Hand machen. Da hat der Sohn gesessen und da haben sie die Listen gemacht und die Leute haben sie eingetragen. Friedrich Schikora sammelte über 30.000 Unterschriften. Doch viele Deutsche hatten nicht den Mut, laut zu sagen, dass sie Deutsche sind. Der Gebrauch der deutschen Sprache, die Pflege der deutschen Kultur waren seit 1945 bis Ende der 80er Jahre verboten. Dass das viele Deutsche einschüchterte, merkte auch Friedrich Schikora bei der Unterschriftenaktion. Und da hat sich mal einer eingetragen und dann kam er, 2-3 Tage später kam er, du sagte, weißt du, meine Frau hat mir furchtbares Theater gemacht, dass ich mich da eingetragen habe in die Liste. Er sagte, gut, da streichen wir die. Haben wir lineal gestrichen, sagte, nein, nein, Schere und rausschneiden. Wenn man den Namen streicht, kann man ihn nur durchlesen. Und er wollte, dass keine Spur bleibt. Was für eine Angst haben die Leute gehabt. In der zweiten Hälfte der 80er Jahre haben sich auch in der Oppelner Region Deutsche zusammengetan. Der Initiator war der heute nicht mehr lebende Johann Kroll aus Gogolin. Mut gaben den Deutschen die Vertreter der Solidarność-Bewegung, aber auch die Ereignisse in der Sowjetunion und zwar die von Michail Gorbatschow eingeleitete Perestroika. Und so haben sie getrennt und ohne voneinander zu wissen, erste Schritte unternommen, um die Deutschen in der jeweiligen Gegend zu aktivieren. Es begann mit kleinen Initiativen wie Singabende und freundschaftliche Treffen, die oft keine politischen Ziele verfolgten. Doch man kann sagen, dass dies die ersten Freundschaftskreise waren. Damals hat man nie gefragt, was bist du ausgebildet? Hast du Mut, das zu machen? Das war damals die Frage. Und da den Mut hatten wir. Mut gaben den Deutschen auch die jeden Sonntag stattfindenden deutschen Messen auf dem St. Annaberg. Die erste deutsche Messe fand am 4. Juni 1989 in der Basilika statt. Es wurde nirgendwo veröffentlicht, dass eine solche Messe stattfindet. Zu verdanken war sie dem Oppelner Bischof Alfons Nossol. Annaberg hat gezittert und heimlich Leute waren. Wir waren das mit dem Slanina, da war der Bischof Nossol, der sagte, ich kann das nicht verbreiten. Sie sagen, irgendwie müssen wir uns alleine das verbreiten, dass die deutsche Messe wird in Annaberg sein. Für die Deutschen in Schlesien waren die deutschen Gottesdienste die erste Möglichkeit, den Glauben in der Sprache des Herzens offiziell auszuleben. Für Eugenia Dobrowolska war es ein Ansporn, die Deutschen aus der Gleiwitzer Gegend zusammenzubringen. Da bin ich auf den
Wochenmarkt gegangen und habe gehorcht, wie die Leute sprechen. Denn da habe ich gleich gemerkt, wo zwei, drei Frauen sprechen. Und da habe ich gespürt, das sind Einheimische. Da bin ich rangegangen, aber in Polnisch habe ich sie angesprochen, damit sie nicht gleich erschrecken. Nicht wahr? Denn damals waren auch schwierige Zeiten. Und da habe ich ihnen gesagt, wissen Sie, dass wir Heilige Messe in deutscher Sprache am Annaberg haben? Nein, in deutscher Sprache, sag ich ja. Nur aber wie kommen wir dort? Das ist doch weit. Und da habe ich gesagt, wenn Sie wollen, dann melden Sie sich bei mir zu Hause. Ich organisiere Busfahrten auf den Annaberg am Sonntag. Ich glaube, das war um 15 Uhr.